Yo, Leute, was geht? Willkommen bei einem neuen Video. Und zwar haben wir heute ein bisschen unserer Vergangenheit gewühlt. Und wir beide haben so ein paar Videos rausgesucht, die eigentlich keiner sehen sollte. Never seen footage. Auf jeden Fall ist auch viel peinlicher Kram dabei und auch viel lustiger Kram. Deswegen gucken wir uns das gegenseitig an. Wir wissen beide nicht, was die anderen rausgesucht haben. Und lassen uns jetzt einfach mal überraschen und ich würde einfach mal sagen. Let's go! Erste Video von mir. Okay. Oh mein Gott, was wird das? Dieses Video auf jeden Fall ist halt so einer meiner ersten Kurzfilme gewesen. Du warst so richtig inspiriert. Inspiriert von Julian, das war so die ganze Anfang. I have seen a ghost, Alter. Aber gönnt euch mal die Kampf-Choreo. Das war so, man hatte früher nicht viel und hat versucht. Oh Mann, das ist so schlecht. Das ist so schlecht, Alter. Oh, wow, wow. Das war cool. Aber gönnt euch das hier. Fandest du das damals cool? Damals dachte ich noch so, boah, ist krass. Easy, 1 Million Abonnenten. Das war die Zeit, wo ich dachte so, ich mach Qualität auf YouTube. Man muss seine Erfahrungen sammeln und ich bereue es auf jeden Fall nicht. Ganz ist okay. Stark. Ist okay. Aber das war dieses so, ich mache mal Video für Facebook, hey. Nee, nee, das ist so, ich mache mal Video für, um Mädchen zu beitreten. Das war echt so, einfach nur zum Posen. Was ist das, Alter? In Vincents altem Bett. Und wer liegt dann neben mir? Ich kenne das nicht. Wer ist das? Ist das John? Das ist John. Das ist John, oder was? Mit lila Haaren noch. Alter. Ich dachte gerade, was passiert hier, Alter? Woran erinnere ich mich da nicht? Hä? Was ist das? Guck mal, hast du gesehen? Hast du es gegessen? Ja. Was? Im Schlaf. Du kriegst einen Hitler-Waffer-Pass und dann isst du den einfach auf? Ja. Alter, das ist so geil. Das ist so, ihr wollt mich pranken. Ich fick euch alle. Wie hast du den denn aufgegessen? Hast ich den ich war am Schlafen. Das ist so dieses. Was ist das denn? Oh Mann, das ist so dieses so. Du hast eine GoPro, das ist die erste Aufnahme, die du mit einer GoPro machen würdest. Und dann so richtig Missgeburt im Wasser. Ja, das ist dieses so. Ich kaufe eine GoPro und mache meine erste Aufnahme. Was geht, was geht? Yo, Alter. Das sind so diese Snaps, die du so beim Feiern machst und noch am selben Abend löschst, weil du weißt, die sind peinlich. Aber das ist so, man lernt nie aus seinen Fehlern, aber trotzdem macht man das. Diese Party-Videos, die sind immer die geilsten so. Zwar sind die peinlich, aber die bleiben für immer in Erinnerung. Die sind einfach geil. Ich habe das vergessen schon bis jetzt, Alter. Noch einmal auf den Drop. Put your hands up. Jetzt rastet Julian vollkommen aus. So, Mann. Was ist das? Oh shit. Das sind meine ersten Videos. Digga, das ist noch Musical.ly, bevor es noch im Trend war. Are two worlds apart. Can't reach to your heart. Was ist das, Alter? Wieder ein Musical.ly vor 10 Jahren, oder was? Pizza Zauberflöte, Alter. Und Max, Alter, was geht richtig in seinem Element, Alter. Ja. Das ist so die Snapchat-Story, die man nach einer Stunde gelöscht hat. Du wolltest mich auf jeden Fall nicht schlafen lassen. Vince trinkt ja keinen Alkohol. Mach trotzdem durch. Das war eh voll der verrückte Abend. Diese Snaps, Alter. You heartbreaker, wherever. Es gibt nichts Lustigeres auf der Welt, als in seine Vergangenheit zu schauen und sich für sich selbst zu schämen. Nichts Lustigeres, als über sich selbst zu lachen eigentlich. Ja, das stimmt eigentlich. Manchmal wünsche ich mir so, ich würde so in die Vergangenheit reisen und einfach dem Rob aus der Vergangenheit so eine richtige Lasche geben, damit er einfach klarkommt auf sein Leben. So. Dieser Moment, wenn man sich mit sich selbst einfach nicht identifizieren kann, weil es so lange her ist und sich eigentlich schon fast schämt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Das würde mich super freuen und teilt das Video wie immer per Flaschenpost und Brieftaube bei Julian Hammer.
nämlich auch ein Video gedreht. Und zwar gab es da die peinlichsten Fotos. Und mit peinlichsten Fotos meine ich wirklich die peinlichsten Fotos. Also schaut da auf jeden Fall vorbei und neue Runde lachen. Ich würde sagen, wir sehen uns die Tage. Rob Crispy Rob. Aber nennst du mich Julian? Nennst du mich immer Ju, oder? Alles klar, peace!